herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute zeige ich euch mal einen DAF XF und da gibt es ein bisschen was dran zu schauen und ja, das schauen wir uns jetzt dementsprechend auch mal an. Wir haben jetzt natürlich verschiedene Chassis, wir haben sogar eine Tandem-Version, wie ihr hier sehen könnt, mit einem Realtone-Aufbau. Wir haben jetzt aber hier, jetzt mal hier schon schauen, dass man es ein bisschen besser sehen kann. Ich glaube, jetzt sieht man es ein bisschen besser auch hier mit den Rückleuchten. Trailer ist jetzt hier keiner mit dabei, aber ihr könnt dementsprechend andere PDF-Trailer hernehmen. Ich habe vor kurzem mal ein Actros. Ja, ich glaube, ein Actros habe ich vor kurzem mal vorgestellt und da war eine PDF-Trailer mit dabei. Die könnt ihr euch dann runterladen und dann dementsprechend hier mit nutzen. Deshalb bleiben wir mal bei der 4x2 Version, da wir jetzt hier keinen Trailer mit dabei haben. Müsst ihr euch halt, wie gesagt, dementsprechend nochmal loaden. So, das Interieur vom DAF CF kommt gut hin. Man kann es gut erkennen an den Spiegeln und hier an der Fensterleiste. Sowie dementsprechend Skins sind ja die Standard enthalten. Das könnt ihr hier sehen. Einfach die Standard. Blub, blub, blub. Brauche ich gar nichts viel zu sagen. So, nehmen wir mal das Blau, das sieht gut aus. So, was haben wir noch weiteres? Wir haben so ein Bacon mit dabei. Schauen, was haben wir noch alles. Dann haben wir hier noch Lampenbügeln, Standard halt. Aber immerhin haben wir welche. Das ist ja schon mal was. Dann schauen wir noch, was wir noch alles dabei haben hier. Hörnchen haben wir mit dabei, würde ich sagen, da nehmen wir noch hier die Bacon mit dazu. Original Spoiler. Ja genau, sonst haben wir keinen da. Titan, ne, da bleibt. Spiegel bleibt auch. Wir haben sogar hier Flaggen funktionieren, also da schauen wir mal, Holland, da ist er. Spiegel bleibt auch Plastik. Dann haben wir hier noch diverse Schilder, die wir nutzen können, wahrscheinlich dann für die andere Seite genauso. Ja, nutzen wir dann dementsprechend auch Bügel, Frontschutzbügel, die funktionieren auch alle, passt. Hier haben wir dann diverse Zeichen noch, schwupp, jetzt runter bis, ja, haben wir ein bisschen was da auf alle Fälle. Die funktionieren auch hier, diese Schutzbügel vorne. Und Flips haben wir auch enthalten. Dann haben wir die mal weg. Machen wir es bloß so. So, Reifen habe ich ja, wie schon gesagt, nach wie vor die von 50K. Hinten sind auf dem Heck hier schon so Aufkleber enthalten. 60, 70, 80. Ansonsten haben wir hier von außen nichts mehr dran zu schrauben. Das ist erstmal so grob alles. Zum Interieur haben wir natürlich noch das alte Lenkrad, das sieht hier noch ein bisschen so glänzend aus, da könnte man die Textur vielleicht ein bisschen abändern. Das, aber nichtsdestotrotz nutzen wir das jetzt mal. Und dann springt das immer so. Bei jedem Wechsel, mal schauen, ob das in-game dann auch so ist. Schauen wir dann. Mehr gibt es jetzt hier im Interieur eigentlich nicht zu machen. Sieht aus wie abfotografiert vom Blitz her. Ja, so sieht es fast aus. Wie man hören kann, Sandmod ist hinterlegt. Sehr laute Tröte auf alle Fälle. Die ist wirklich extrem laut. Aber sonst sieht er ja ganz schick aus.
gut auf der Sattelplatte. Da haben wir hier und da auch mal immer wieder Probleme, aber das ist gut. So, kommen wir mal zum Fazit vom CF-DAF. Also man hat ein paar Möglichkeiten, so wie BDF-Version, bloß dass er kein Trailer enthalten ist, da müsst ihr, habt ihr dementsprechend diese Einschränkung oder ihr zieht euch irgendwo den Trailer noch. Ich kann mal gucken, ob ich den noch irgendwo finde und dann kann ich den dementsprechend nochmal verlinken, aber so auf Anhieb habe ich ihn jetzt auch nicht da. Ansonsten guckt mal bei meiner Playlist unter BDF. Da sind auch LKWs dabei mit BDF-Trailer, dann könnt ihr die dann nutzen. Weil funktioniert, tut auf alle Fälle die Kupplung, weil ich schon vom Autor diesen DAF-CF gesehen habe mit BDF-Trailer. Also muss er funktionieren. Was haben wir noch? Natürlich, wir haben jetzt hier ein anderes Lenkrad mit dabei. Man kann schon sehen, das ist das alte, bloß dass das DAF-Logo verkehrt rum ist. Das ist halt falsch. Aber nichtsdestotrotz sieht irgendwie ganz witzig aus, weil es ja so glänzt. Kommt ein bisschen real rüber, sieht irgendwie cool aus. Ansonsten funktioniert soweit alles, außer die Textur von der Schnur vom Würfel ist nicht da, die fehlt jetzt hier noch. Aber ansonsten hat man vorhin noch die Möglichkeit, ein paar so Schilder ranzubauen, also Lärmarm und so Zeug, also dieses grüne L und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Oben halt andere Rundumleuchten noch drauf, sind noch hinterlegt. Aber ansonsten so grob und ganz ist eigentlich ganz schick. Ich glaube, ich stimmt einfach der Textur noch nicht was hier, das Radio und das noch blau-grün. Keine Ahnung, das glaube ich gehört nicht so ganz, aber ist jetzt nicht so schlimm. Da kann man drüber wegsehen. Ansonsten ist es ein schöner DAF-CF-Mod. Hat man ja nicht so oft. Oder sieht man halt nicht so oft. Deshalb finde ich den ganz okay. Kann man ruhig mal eine Runde damit drehen. Das ist eigentlich auch schon von mir, da wünsche ich jetzt viel Spaß beim Download vom DAF-CF. Und ja, lasst einen Daumen da, nicht nur für mich, sondern auch für den Autor. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß damit. Also gute Fahrt und bis bald, macht's gut. Ciao.